Das Thema Dämmstoffe beschäftigt uns alle und der einzig wichtige Kennwert ist der U-Wert. Aber das ist falsch. Es gibt viele andere wichtige Informationen zur Dämmung. Brandschutz ist auch ein Thema. Wir sind heute bei der Feuerwehr, bei der Freiwilligen Feuerwehr Oberwaltersdorf. Hallo Gunther. Ja, servus Gunther. Hallo, grüß euch. Brennende Hausfassaden schaffen es mittlerweile immer wieder in die Schlagzeilen. Der Bausachverständige möchte sich daher heute dem Thema Brandschutz bei Wärmedämmungen widmen. Also die Erfahrung hat natürlich schon gezeigt, dass Fassadenbrände durchaus hin und wieder vorkommen. Ich würde mal sagen, wenn also alles nach den geltenden Richtlinien gebaut ist und verarbeitet ist, glaube ich nicht, dass es hier ein großes Problem darstellt. Problematisch wird es, wenn das nicht korrekt verbaut ist und nicht korrekt verarbeitet ist oder wenn zum Beispiel irgendwelche Großraummüllcontainer oder Fahrzeuge direkt an Fassaden brennen, dann kann es hier durchaus passieren, dass eine Fassade durchbrennt bis hin zum Dämmstoff und dass sich der Brand dann auf die Fassade zum Beispiel ausbreitet. Der erste Testkandidat ist das häufig verbaute Wärmedämmverbundsystem mit Styroporplatten. Die Dicke des Unterputzes ist übrigens nicht nur entscheidend für die Haltbarkeit einer Fassade, sie hat auch Auswirkungen auf den Brandschutz. Deshalb wurden zwei Testplatten verputzt. Einmal mit Putzstärke nach Norm, einmal nicht. Man sieht hier das Gitter durchleuchten und das ist schon ein Indiz dafür, dass man hier den Unterputz wahrscheinlich zu dünn aufgetragen hat. Ja? Man kann auch quasi schauen, wenn man den Putz hier so schön eindrucken kann, dann kann man auch schon ein bisschen davon ausgehen, dass der Unterputz zu dünn ist. Jetzt geht es ans Eingemachte. Mit über 1000 Grad heißen Bunsenbrennern werden die Platten an der Putzseite erhitzt. Ja, ich bin auf der Oberfläche jetzt auf 700 Grad. Ich würde sagen, es ist ziemlich die gleiche Temperatur, wie wenn ein Mistkübel in Vollbrand steht. Mein Putz hält nur immer. Meiner auch. Deiner auch, obwohl er zu dünn ist eigentlich. Ja. Ja? Du hast gepusht auf deiner Fassade. Ich nicht. Die Fachfirma möglicherweise. Na, das war doch keine Fachfirma, sonst wäre der Putz nicht so dünn. Nach 18 Minuten Dauerfeuer sieht man das Ergebnis. Auch wenn der Putz vorne augenscheinlich noch vorhanden ist, auf beiden Testplatten ist das Styropor dahinter geschmolzen. Doch wo ist der Unterschied? 105 bis 100 Grad. Bei dir ist es ein bisschen schlimmer, du hast 135 Grad. Also der dünne Unterputz hat sich doch ausgewirkt. Mhm. Durch die höhere Temperatur ist das Styropor an der Testplatte mit zu dünnem Putz um ca. 30% mehr geschmolzen. Zu brennen begonnen haben beide Platten aber nicht. Was jetzt noch interessant ist, wir sehen ja jetzt eigentlich, dass in der ungestörten Fläche die Flamme, zumindest bis die Feuerwehr da ist und löschen kann, nicht wirklich viel passiert ist. Meistens wird es dann wirklich so sein, dass es irgendwo im Sockelbereich, wo die Fassade nicht geschlossen ist, durchbrennt oder wenn irgendwo Verlegefehler sind oder beim Fensteranschluss. Aus diesem Grund testet der Bausachverständige auch noch, wie gut das Dämmmaterial selbst brennt und ob Rauchgase entstehen. Brennt nicht, schmilzt weg. Das, was jetzt brennt, ist das Textilglasgitter, was da jetzt noch brennt. Ne? Aber im Endeffekt, der Styropor, dort, wo die Flamme weg ist, wo quasi die Brandlast weg ist, hört es zum Brennen auf, wie es ausschaut. Ne? Die nächsten beiden Testkandidaten, die Holzweichfaserplatte und Steinwollplatte. Die Steinwolle ist bekannt für ihren guten Brandschutz. Doch bei der Platte aus Holz gibt es bezüglich Entflammbarkeit ein Vorurteil auszuräumen. Also die Oberfläche, die feinen Fasern, wo viel Luft ist, die brennen. Aber im Endeffekt ist es hier jetzt auch schon wieder ausgegangen. Ne? Und das ist nur heiß, da kann man sich wahrscheinlich ja Zigaretten anzünden jetzt. Ne? Und vor allem die nächste Platte im Test, die Heraklit-Platte, überrascht mit ihrer Widerstandsfähigkeit. Also meine Holzspanplatte tut gar nichts. Die Hanffaserdämmplatte hingegen flammt sofort auf. Aber auch hier kann Entwarnung gegeben werden. Aber man sieht, das Feuer geht immer wieder von selber aus. Mhm. Es ist wirklich ausgegangen wieder, ja. Aber ich würde sagen, meine Platte ist der Testsieger, kann man sagen. Es raucht nämlich auch nicht. Ne? Ja.
Ihr habt ja ein Problem, oder generell im Brandfall ist ja das Hauptproblem der Rauch, oder? Ganz genau, der Brandrauch ist natürlich, was Todesfälle betrifft, natürlich absolute Nummer eins gegenüber dem Feuer. Die Brandgase sind ja hochtoxisch, also giftig, und 2 bis 3 Atemzüge reichen hier also aus, dass man bewusstlos wird. Und 2 bis 3 Atemzüge schon? Genau. Die Hanfplatte brennt, geht aber wieder aus, raucht aber stark. Die Holzweichfaserplatte brennt eigentlich so schnell nicht, raucht aber auch noch ziemlich stark nach. Ja. Die Steinwolleplatte hat eigentlich weder gebrannt noch geraucht. Und dann haben wir die gute alte Holzspanplatte, die Sauerkrautplatte, wie die Deutschen sagen, die weder brennt noch raucht. Also das kann man sagen, das Ding ist eigentlich total unterschätzt. Doch das Wichtigste, brandhemmend sind alle getesteten Platten. Die ökologischen Dämmstoffe sind weit besser als ihr Ruf. Brandbeschleunigend war in diesem Test nicht einmal Styropor. Und abschließend zu den Dämmstoffen muss man sagen, es dämmt die Luft und nicht das Material. Das heißt hier, was den Dämmwert betrifft, liegt natürlich ein leichter Dämmstoff klar im Vorteil. Bei den schweren Dämmplatten, die wir hier sehen, ist wieder der Vorteil in der Wärmespeicherkapazität und auch im sommerlichen Überhitzungsschutz. Was den Brand betrifft, ist unsere Styroporplatte ja nicht wirklich so schlecht, wie sie gerne dargestellt wird. Ganz wichtig ist natürlich die fachgerechte Verarbeitung. Abschlüsse, Anschlüsse, Sockel, Vorsprünge und so weiter müssen auch entsprechend gut mit eingebunden werden, das heißt überputzt werden. Und auch unsere Naturdämmstoffe haben durchaus eine extrem gute Brandbeständigkeit. Also im Endeffekt kann man sagen, es hat jeder Dämmstoff seine Berechtigung und die Verarbeitung ist ganz wesentlich und wichtig. Wenn hier im Detail was falsch gemacht wird, dann kann es ein Brandproblem geben.